So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 1. Mein Name ist der Uwe100 und heute, beziehungsweise... Nein, so, Spaß beiseite, ich mit meinen Sprachfehlern manchmal. So, in diesem Part, in Part 3, machen wir die restlichen zwei Rennen, die wir hier erstmal machen müssen, weil vorher bekommen wir nichts Neues. Und wir machen jetzt zuerst mal das Drag-Rennen, The Perfect Shift. Sup, Dog? Name's Derek, but my buds call me Clutch. I think I'll call you Tow Truck, cause that's what's gonna be hauling that heap to the dump after this race. Okay, wir sollen ihn Clutch nennen, weil er so eine Kupplung ist. Und 4 cars, 4 lanes. This is how drag races go down, underground style. Show Clutch, you got skills. So, ich weiß, anfangs sind die, die Drag-Rennen nicht ganz so easy, glaube ich. Also so habe ich zumindest in Erinnerung. Deshalb mache ich hier mal eben auf Medium. Ich glaube, ich werde das komplette Spiel einfach im Medium weiterspielen, weil immer hier zu switchen, die Schwierigkeit ist auch ein bisschen komisch. So, wir haben als Gegner einen Dodge Neon, einen Mazda MX-5 Miata und, was ist das vierte Auto? Ein Golf, ein Vierer-Golf. Oh Gott, wie waren das hier nochmal? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh Mann, sind wir langsam. Oh fuck, Overrev, Scheiße. Bisschen verschalten. So, jetzt aber. Perfect Shift. Oh, ohne Verkehr. Das ist super. Na gut, das sind jetzt noch die ersten Rennen. Die sind noch relativ einfach. Yeah! Ja, der Civic, der hat schon was drauf, Leute. Ist ja auch das, der Civic SI, ne? Mit VTEC und so. Ja, das erste Drag-Rennen war jetzt nicht unbedingt sehr spannend. Aber es war cool. So, und ihr seht jetzt das, was ich meinte mit den Chromfelgen, mit dieser Lackierung. Die gibt es auch noch in Underground 2, das finde ich ziemlich cool. So. So, wir haben 500 bekommen und wir haben den Mitsubishi Lancer ES freigeschalten. So, den werden wir uns jetzt mal schnell angucken gehen. Wir können hier nämlich... So, wir können hier unser Fahrzeug sozusagen in Zahlungnahme geben und jedes Auto, das wir uns so kaufen, ich glaube, wir können uns sogar nur Autos so in Trade-In kaufen, die sind dann genauso getuned wie unser anderes Auto dann auch, oder wie soll ich sagen, unser vorheriges Auto. Und ja, Lackierung, Felgen, ihr seht, ist alles gleich bei jedem Auto. Und ich will euch hier den Mitsubishi Lancer mal eben kurz zeigen, den hier haben wir nämlich gerade freigeschalten. Ja, nicht schlecht. So. Wir machen weiter. Jetzt kommt das Driftrennen. It's all about style and finesse. Wow, kid. This is sick. Yet another convert to the drift scene. Well, let's see what kind of moves you got. They call me Dirt. And I like to get sideways. Yeah, ich mag's auch, sideways. Sidewärts. Wow, the crew with speed and style. Put up big points to get mad props and big bang. Ja, unser erstes Driftrennen und darauf freue ich mich am meisten, weil das Driften einfach so mega cool ist. Auch wenn es ein bisschen unrealistisch ist, weil wir ja einen Frontantrieb haben und die driften wie ein Heckantrieb. Aber ist auch egal. Wie gesagt, Arcade Racer for the win. Oh Gott. Ah ja, ich muss ja selber schalten. Ich vergesse Ubi. Ubi, Ubi. So, und ich bin ganz schön schlecht. Oh, ich muss mich hier erstmal wieder dran gewöhnen, ey. Das ist nicht so wie ein Forza. Unsere Punkte stehen übrigens rechts oben. Falls ihr euch gerade gefragt habt, wo unsere Punkte stehen, ist es alles, wie gesagt, alles so ein bisschen versetzt durch den Widescreen-Patch. So, im zweiten Gang scheint es ganz gut zu gehen hier. So, jetzt kommt auch schon die letzte Runde. Ein bisschen Handbremse, aber naja, das ist jetzt. Wir sind einfach noch zu langsam dafür. Es geht jetzt einfach noch nicht so gut. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da wir geworden sind, weil ich darauf gar nicht geachtet habe. Yeah, wir sind Erster! Alter! Wir haben 32.000 Punkte gemacht und die anderen nicht mal 10.000. Was geht denn ab hier? So, $500 haben wir bekommen und diese Strecke haben wir freigeschalten. So, Race Map.
Tournament! Oh, schon unser erstes Finale. Turnier. Zwei Runden jeweils und ich glaube, es sind drei Rennen. Rookie Tournament. You know who Eddie is, don't you? TJ can get you mods that will give you a chance against Eddie and his boys. Okay, also so wie ich das jetzt verstehe, bekommen wir unsere ersten Leistungsupgrades, wenn wir das Rennen bzw. das Turnier gewinnen. Und darauf freue ich mich schon. A bunch of cookie newbies say they can crush you in a free race series downtown. You gonna let them? Nope, I want to do that. So. Ich hoffe, dass die Rennen nicht so lange gehen. Wieder ein Mazda MX... Ne, es sind drei Miatas. Es sind drei Mazdas MX-5 oder auch Miata genannt, liebevoll. Ich muss sagen, die Mazda MX-5, die gefallen mir auch ziemlich gut. Allerdings die mit den Klappscheinwerfern, also die aus den frühen 90ern. Das sind die geilsten Miatas, die gebaut worden sind. Und ja, mein Deutsch, ich nichts gut, weißt du, spreche in Deutsch, weil meine Deutsch, die ich gekauft habe, weißt du, war billig. Und weißt du, ich nicht so viel Geld, weil, weißt du, ich hat nicht so viel Geld, ne? Du weißt, billig Deutsch, ich nur kann sprechen. Man muss mal gucken, kaufen die Upgrade, dass ich spreche gut Deutsch. Aber die Upgrade, weißt du, ist teuer für mich. Hallo, immerhin 99 Cent. Auch nicht jeder so zu Hause, weißt du? Ja, manchmal bin ich halt einfach total bescheuert. Aber ich will, wäre ja auch nicht so langweilig klingen und einfach nichts sagen, weil das halt eben langweilig wäre. Und das, was ich halt quatsche und die ganze Scheiße, die ich halt quatsche, das macht mich halt zu dem, was ich bin. Und ich bin halt auch nur ein Kumpel. Oh, fuck. Okay, das hat relativ gut funktioniert mit dem Downshift gerade. Hat mich gerade echt ein bisschen überrascht. So, und falls ihr das hier hören solltet die ganze Zeit, ja, das ist mein Controller. Das Problem ist halt, dass ich doch relativ nah am Mikrofon bin. Aber ich hoffe, das hört man nicht die ganze Zeit und ist nicht ganz so störend. Wow! Fuck! Ich habe eigentlich zuerst versucht, innen an den Bäumen vorbeizuziehen und nicht außen, aber ich hatte dann doch Schiss. So. Wie viele Runden? Zwei Runden sind es jeweils. Ah ja, gut, das erste Turnier wird noch relativ schnell vorbeigehen. Das ist ja noch ziemlich easy. Mal gucken, ob ich vielleicht nicht doch einfach auf Hard stelle. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So, Race Over. Normalerweise steht das Race Over relativ mittig im Bildschirm. Aber naja. So. Mit jedem Rennen bekommen wir Punkte. Ich glaube, hier kann ich es euch jetzt nicht zeigen. Aber wir haben... ach, scheiße. Wir bekommen auf jeden Fall Punkte. Wenn wir Erster werden, bekommen wir halt die meisten Punkte. Und am Ende hat derjenige gewonnen, der am Ende die meisten Punkte hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die ersten zwei Rennen gewinne und Erster werde, kann ich zum Beispiel im letzten Rennen auch mal Dritter werden. Je nachdem, wie viele Punkte halt eben auch die Gegner haben. Nur mal als kurze Erklärung. So, ich glaube, das ist dieselbe Strecke, nur rückwärts. Diesmal. Und irgendwie am Anfang des Rennens zieht der Controller das Auto irgendwie immer so ein bisschen nach links. Das ist irgendwie ganz komisch. Deshalb nicht wundern, weshalb ich immer so ganz komische Schlangenlinien am Anfang fahre. So. Ich sag ziemlich oft so. Boah, das ist so cool, Underground 1. Ich hab das so sehr vermisst. Und wirklich, als ich den Trailer gesehen habe, wieder im ersten Part, da könnt ihr euch den auch nochmal angucken, falls ihr den ersten Part nicht gesehen habt. Aber das, wo der Mitsubishi Eclipse gegen den Supra fährt, das ist einfach sowas von geil. Und das erinnert mich an meine alten Zeiten, damals, wenn ich noch zur Schule ging und so. Da hatte ich echt Pipi in den Augen. Das war wirklich ein so geiles Gefühl.
So, leider gibt es in diesem Spiel noch keine Kupplung, deshalb, ja. Deshalb was? Deshalb keine Ahnung. Aber es ist ein bisschen komisch, weil ich immer wie ein Forza mit der Kupplung schalten will. Immer, ich drücke hier oben ab und zu mal die Taste, wo eigentlich Nitro ist. Aber wir haben ja noch kein Nitro. Noch nicht. Auf jeden Fall, jeder, der dieses Spiel noch nicht gespielt hat, dem empfehle ich es, weil das Spiel ist einfach so ultra cool. Weiß ich, die heutige Jugend wird das Spiel wahrscheinlich gar nicht mehr so sehen wie die altbacken Ziegelsteine hier, wie wir, oder wie ich jetzt zumindest. Weiß jetzt auch nicht, wie alt hier meine Zuschauer sind. Aber ich denke jetzt nicht, dass die Allerjüngsten hier zusehen werden. Aber falls ihr etwas jünger seid und dieses Spiel eigentlich gar nicht kennt und ihr jetzt denkt, was findet der an diesem Spiel so cool, das würdet ihr nicht verstehen. Selbst wenn ich es euch ausführlich erklären würde, ich glaube, ihr würdet es einfach nicht verstehen. Aber die es verstehen, ganz ehrlich, hier, Brofist. Brofist in die Luft, Leute. Das Spiel ist einfach nur verdammt cool. So, das zweite Rennen war auch kein Problem. So, next race, please. Ich habe noch knapp 9 Minuten Zeit. Also die Zeit hier in Underground, die vergeht ja viel, viel langsamer als die in ETS 2. Was ist denn hier los? In ETS 2 vergeht mir die Zeit, dass ich nicht mal schaffe, eine Tour im Part fertig zu machen. Und hier mache ich 20 Rennen in einem Part, Alter. Was geht? So, wieder einen sauberen Start hingelegt. Oh, hier sind ein bisschen aggressiver unterwegs. Und das Lied. Oh, das weckt auch Erinnerungen, Leute. Ich weiß, die Musik ist vielleicht ein bisschen zu leise, aber ich gehe da mal eine Nummer sicher drauf ein. Eine Nummer sicher drauf ein? Was hab ich schon wieder für einen Kackdeutsch? Alter. Alter, was war das für ein Drift, ey? Ich hab mal einen runter hier. was soll ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Hab ich vergessen. Der Drift gerade hat mich voll geflasht. Der war nämlich nicht ganz so schlecht. Natürlich war er langsam, aber er sah auf jeden Fall sehr stylisch aus. Und das hier ist die Inner City Strecke. Auf dieser Strecke habe ich die meiste Zeit in Underground verbracht. Hier habe ich so viel mit Freunden gespielt. Oh, war das cool. Wir haben immer versucht, die Ampeln hier oben zu treffen. Aber wir waren nie wirklich schnell genug. Wir haben da das Spiel noch nicht mal wirklich gecheckt. Wir wussten nicht, was das mit dem Tuning auf sich hatte. Wir wussten nicht mal, wie wir aus dem Tuning-Menü wieder rauskommen. Also wir waren da echt voll die Kack-Newbies. Tuning. Nicht Tuning, ne? Nicht Tuning, sondern das Tuning. Meine Fresse. Das ist immer, wenn ich so... Ich merke auch, wenn ich aufnehme, also in den Let's Plays, dann quatsche ich so schnell. Also in Real Life quatsche ich nicht so schnell. Und ich versuche jetzt einfach mal, ich konzentriere mich mal auf die Geschwindigkeit vom Reden her und versuche einfach mal ein bisschen langsamer zu reden. So, jetzt nehmen wir mal die Abkürzung hier oben. Auf jeden Fall, auf was ich jetzt gerade hinaus wollte, ist, wenn ich so schnell rede, dann verspricht man sich auch ziemlich schnell. Und das ist bei mir der Fall. Manchmal ist es ganz lustig, wenn ich mir nämlich die Videos ansehe. Hey, scheiße, ich habe gedacht, an denen kommen wir noch vorbei. Wenn ich mir nämlich meine Videos ansehe und ich einen Sprachfehler entdecke oder so, dann ist das mir so peinlich. Oh fuck, Alter, ist der Mazda schnell. Aber wir sind ja ziemlich langsam gerade. Haha. Das ist, Leute, das ist einfach Underground-Style. Das ist einfach so. Oh, jetzt gab es einen kurzen Lack. Was war denn jetzt los? Jetzt habe ich nur 30 Frames per Sekunde. Was ist denn hier los? Wow! Arschloch. Egal, wir haben gewonnen. Hä? Jetzt habe ich wieder 60 Frames? Was ist denn hier los? Ach egal, scheiß drauf. Dum, dum. Oh, das ist einer meiner Lieblingslieder hier aus dem Spiel. Nate Dogg, Keep It Coming. Oder Keep It Coming. Total geiles Lied. So, Level 1 Engine and Exhaust Packages, Level 1 Drivetrain Packages und Level 1 Tire Packages. So, wir haben die ersten Leistungsupgrades freigeschalten, Leute. Die werden wir jetzt natürlich so schnell wie möglich installieren. Performance Engine Exhaust, das heißt auf Deutsch
Motor und Auspuff. It's time to build up that engine. These options increase your overall horsepower. So, wir haben hier einmal Stock, also Standard, und Street Performance. Cold Air Intake System, Cat Pack Exhaust System and Replaced Headers. Also damit tunen wir sozusagen unser Luftfilter. Also bessere Luftfilter und besseren Header. Das immer gleich auf Deutsch zu übersetzen fällt mir so schwer. Header ist Krümmer, also Fächerkrümmer. Und Catback Exhaust, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, was das ist, aber ich glaube, dass es ein Katalysator ist oder sowas. Ihr könnt mich natürlich verbessern. So, wir suchen uns ein Brand Package aus. Hier haben wir AM Aerospeed DC Sports. HKS USA wäre cool. Jackson's Racing, das würde auf den. Das würde ganz gut passen. Oh, Baller. Baller und Apex. G-Ready. Oh, das hier ist meiner Meinung nach, das hier beinhaltet zu meiner Meinung nach die coolsten Brandings und deshalb werde ich das hier nehmen. Beides Part okay. So, und damit hätten wir Street Package für Motor und Exhaust, also Auspuff installiert. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Drivetrain und damit zum Getriebe. Transmission upgrades put more power to your wheels. The new shift kits will help you get through your gears faster. Yeah, so Street Performance, Short Through Shift Kit, Shifter Stabilization, Stabilizer Kit, oh mein Gott, Replace Clutch, Life Feel, oh Englisch Leute, Tip for Best Results, Install an Engine Exhaust Turbo or ECU Upgrade First. Ah, okay, das habe ich jetzt nicht gedacht. Okay, also hiermit wird auf jeden Fall die Kupplung verbessert. Wir bekommen ein leichteres Schwungrad, damit der Motor leichter in höhere Drehzahlen drehen kann. Schaltwegsverkürzung und. So, Aerospeed, Clutch Master Stillen, Noisepeed DC Sports, Act, Jackson's Racing, HKS USA. Ja, komm, nehmen wir Branding 2, Noisepeed DC Sports und Act oder ACT. So, und dann haben wir noch Tires, also Reifen freigeschalten. Hey, let's put some new rubber on the wheels. Upgraded tires will give your car better traction. So, Street Performance Tire Package. Ja, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Also wir bekommen damit auf jeden Fall bessere Reifen und damit ein bisschen mehr Grip. Wir sehen hier unten die ganzen Sachen, die praktisch verbessert werden. Und wir haben so viel Handling und mit diesen Reifen bekommen wir halt eben so viel Handling. Das hätte ich euch vielleicht früher schon sagen können, aber ist ja scheißegal. So, hiermit hätten wir Toyo Tires, hier hätten wir Reifen von Yokohama und hier von Kumho. Und ich wäre für Yokohama. So, dann. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall zu den D-Sales, weil wir neue D-Sales, weil wir neue Teile eingebaut haben. Mal gucken, ob wir Baller haben wir schon. Sehr gut, haben wir den Noisepeed, yeah. Noisepeed machen wir drauf. Ich mache das mal in weiß. Und auf dem Heckfenster würde ich mal machen Yokohama. So, ich mache den weiß, damit wir die auf jeden Fall auch ein bisschen sehen und ein bisschen Styling, ein bisschen Optik hier. Weil in schwarz würden wir die nicht ganz so gut sehen. Das wäre ein bisschen schade. Ja, so. Genug getuned für jetzt. Ich habe nur noch 1,5 Minuten. Das rentiert sich gar nicht, um ein neues Rennen zu starten. Vielleicht können wir Performance. Ja, habe ich ja installiert. So, vielleicht nochmal ganz kurz mit Engine und Exhaust bekommt unser Auto auf jeden Fall mehr Leistung, mehr Top Speed und mehr Acceleration. Auf Deutsch übersetzt bedeutet Acceleration Beschleunigung, Top Speed, also Geschwindigkeit und Handling halt eben Handling. Das hier verbessert auf jeden Fall Acceleration und Top Speed, das hier mehr so Acceleration und das hier auf jeden Fall Handling. Und ja, die nächsten Sachen haben wir leider noch nicht freigeschalten. Und ich habe jetzt gerade keine Ahnung, weshalb ich hier noch so lange rummache. Ich mache einfach so schnell wie möglich einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part. Das hat sich sogar gereimt. Yeah, ich bin so underground.